So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Silber Edition Soul Silver, genau. Mein Pokémon-Team zu sammeln hat mich viel Mühe gekostet. Los, kämpfen wir! Also, im letzten Part haben wir die Arenaleiterin Janina besiegt, die Gift-Pokémon-Arenaleiterin. Das war die Tochter von einem der Top-4-Mitglieder, und zwar von Kogger. Und ja, im letzten Part habe ich auch ein neues Teammitglied geholt und wollte das dann direkt gegen einen Tangela tauschen. Das Teammitglied war ein Nidorino, das ich in dem Part noch zu einem Nidoking weiterentwickelt habe. Nur leider wird es so nicht wirklich mit den Dings klappen, mit dem Tangela, das ich mir zulegen wollte. Denn das bekomme ich erst, wenn ich Dings beim ersten Orden bin, also wenn ich auf dem Weg zum siebten Orden bin, genau. Und ja, da bringt mir das eigentlich nicht mehr viel. Schade eigentlich, ne? Schade. Aber nun gut, wir sind jetzt gerade auf Route 15 oder 14, sicher bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig. Shiggy, Level 38, erste Entwicklung, ziemlich cooles Pokémon. Und das nächste Pokémon ist ein Glumanda, der hat wohl alle Starter aus der Kanto-Region. Oh, was für ein cooler hier, ne? Okay, Lycra Blaze ist noch am Pennen. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Kaskade, so. Und Glumanda ist besiegt. Woo! Und Ernst ist auch besiegt. Also, ich kann euch mal kurz das Nidoking zeigen. Das wird auch nicht so schnell in einem Pokémon-Kampf von mir auftauchen, denn das ist noch sehr underleveled. Aber ich bin voller Enthusiasmus, ne? Voller Optimismus, nicht Enthusiasmus. So. So wäre es richtig formuliert gewesen. So. Da haben wir noch einen Trainer. Also, ich habe vor, alle Trainer hier auf der Route zu besiegen, damit meine Pokémon ein bisschen an Stärke gewinnen und ich somit das Game hier mit. Oh, ich bin noch so hohl. Ich sag, das Pokémon wird nicht im Kampf erscheinen. Was tut es? Ein, zwei Sekunden später ist es im Kampf. Ja, wo war ich gerade eben? Vor allem, ja, genau. Das Game soll fertig werden mit einem guten Team und deswegen, ja, habe ich vor, meine Pokémon ein bisschen zu trainieren. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass das Game, also das Let's Play, ein 95% Walkthrough sei und alles Unnötige weggelassen wird. Nur, oh mein Gott, ich bin noch. Wie schon gesagt, alles Unnötige weggelassen wird, aber so langsam lässt der Spielspaß nach und ich will auch mit einem anderen Projekt anfangen, denn wie ihr vielleicht wisst, nehme ich das Ganze hier auf Vorrat auf und das jetzt in den Winterferien, damit ich in der Schulzeit nicht den Stress habe, dann den ein oder anderen Part aufzunehmen, wenn da mal was raus muss. Deswegen, so, jetzt vergesse ich es aber nicht. Banger, du gehst jetzt weg hier. Was soll nach vorne? Lycra Blaze, der muss unbedingt mal trainiert werden. Ich brauche den ja so oder so beim siebten Orden. Und, ja, das habe ich schon gemacht. Als ob. Wusste ich ja nicht. Okay, dann machen wir das anders. Zerschneider einsetzen. Ja, warum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte? Möchtest du Zerschneider einsetzen? Claro, was denkst du denn? So, ist hier irgendwas Wichtiges? Nee. Na da, nee, hier bauen wir schon. Das ist Route 14. Und dann heißt es wohl, gegen diese ganzen vier Trainer zu kämpfen. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und meinen Ranzen abzulegen. Oh. Ah ja, so war ich auch früher. So, Hydropumpe. Zickzacks rennt nur im Zickzack. Die Weiterentwicklung rennt nur geradeaus. Ja, ein bisschen hohl, aber was soll man machen, ne? Okay, Golden Girl bleibt vorne. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Und ein Doppelkampf. Kein langes Gerede. Fangen wir gleich mit dem Kampf an. Probieren geht über Studieren. Oh, Ansage. Okay, jeweils zwei Pokémon. Insgesamt vier Pokémon. Das passt die Teamaufstellung. Lycra Blaze fängt mit einer Dings-Attacke an, mit einer Kaskade-Attacke auf Sandama. Golden Girl Turbo Tempo ist leider kein One-Hit geworden, das finde ich schade, aber das müsste ein One-Hit werden. What? Ich glaube, da läuft was falsch. Das Zickzacks hat gerade Rückkehr eingesetzt, hat nicht viel abgezogen. Heißt also, der Trainer ist, beziehungsweise die Trainerin, hat nicht wirklich viel innige Liebe mit ihr, seinen Pokémon.
ihrem Pokémon. So, jetzt habe ich's. Gut, Leikeblase hat auch die 50er-Grenze erreicht. Und als nächstes kommt Roselia und Golbat. Okay. Hydro-Pumpe, Drachenstoß. Also Hydro-Pumpe wird, glaube ich, kein One-Hit, was auch klar ist. Und Blättertanz. Ja, okay, das ja, zieht relativ viel ab. Upsala, komm. Gift's an. Scheiße. Golden Girl, sorry. Leikeblase, sorry. Naja, komm, jetzt geht's wer anders rein. Einmal die Weiterentwicklung, damit du mal siehst, wie das so ist. Und einmal IZS, du lässt mich nie im Stich, hoffe ich mal, Bro, ne? Giftzahn auf Roselia müsste eigentlich normale Wirkung haben, denn soweit ich weiß, ist Roselia ein Gift-Pflanzen-Pokémon. By the way, habe ich vergessen. Oh, Ladungsstoß. Habe ich schon das letzte Mal voll ausgeblendet. Naja. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Beim nächsten Mal versuche ich den, nämlich die hohe. Was hat der gesagt? Ich glaube, da habe ich nicht richtig gelesen, ne? Ne. Ne, ich will deine Nummer nicht. Ne, danke. Auf welche Schule gehst du? Ja, geile Imitation, muss ich schon sagen. So, Knospi Pokémon aus der 4. Gen, genau, im letzten Part habe ich auch was dazu gesagt, wie man das Viech bekommt. Man muss ein Roselia männlich, ein Roselia weiblich, beziehungsweise Roserade männlich, Roserade weiblich, in die Pension bang, 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 die bang machen lassen. Und ja, eins dieser Elternteile muss dann halt das Item Rosenrauch besitzen, welches man hier auf der Route 15 befindet, so ganz nebenbei, ne? Und das war eigentlich unnötig, was wir jetzt gemacht haben. Silver rein und schnell mal weg. So, Beute. Und als nächstes, was wollte ich machen hier? Beleber. Nein, nix Müll. Die Dinger brauche ich noch. Hallo? Also, drei meiner Pokémon sind. Golden Girl bekommt ein. Beleber und. Ja, Toxic. Also, was ich an der 5. Gen besonders mag, ist, wenn man jetzt mehrere Items, wie zum Beispiel Beleber, Hypertrank oder sowas einsetzen will, dass das dann ja immer weitergeht. Man wird dann nicht wieder zurück zum Beutelmenü hingetragen oder so hingetragen. Hört sich komisch an. Hört sich echt komisch an. Okay, Hypertrank auf Toxic. Und wir sind schon bald an Lavandia. Oder Lavendia. Das war, glaube ich, Lavandia. So. Ja. So. Jetzt von hier. Ah, jetzt der Schneiderbusch ist schon weg. Der Busch. Und Route 13. Ja, fangen wir dann mit diesem schönen Wanderer an. Was hast du denn zu sagen, Kumpel? Ich sollte zum Felsen gehen und mir ein Onyx fangen. Aha, alles klar. Gut, Wanderer besitzt drei Pokémon. Das erste Pokémon ist ein Sandama, gerade mal auf Level 27. Das ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Deswegen mache ich das, glaube ich, jetzt auch so, dass ich mein Pokémon wechsle und Banger reinschicke. Kann es sein, dass mein Pokémon die ein oder andere gute Attacke besitzt, wie zum Beispiel Doppelkick, Intensität. Kommt aber früher, ja, okay, Golden Girl, da würde ich sagen, gehst du noch einmal rein, setz Nassschweif ein und rettest mir den Arsch, vielen Dank, by the way, und jetzt kommen Geowatz auf Level 33, ich finde Geowatz eigentlich ein, das ist ein recht geiles Pokémon, ganz ohne Witz, Hilmar, wie kann man so einen Namen besetzen? Ja, komm, hier, Telefonnummer, ey, was gammelt die an, meine Telefonnummer ab, keine Freunde oder was, ey. Also ich würde ja nicht einem fremden Typen meine Telefonnummer geben, ne? So, by the way. So, Beleber einsetzen auf Banger, du bekommst jetzt noch einmal eins. Und dann müsste als nächstes Toxic die 50er-Grenze überspringen, touren lassen. Und dazu machen wir hier einfach nur einen Kampf, genau. Ein Kämpflein auf nüchternem Magen hat noch niemandem geschadet. Okay, ein Pokémon besitzt so Mogelbaum, Toxic, ja, ja, das ist gerade schlecht, ne, also, das ist jetzt komisch, ne.
Das wird so nichts bringen. Golden Girl, noch einmal Nassschweif und... leider noch nicht ganz down. Steinhagel trifft wie sonst was. Komm, Nassschweif. Perfekt, das hat getroffen. So, Ed Hart hieß der so? Oh mein Gott, wollen wir nicht Telefonnummern tauschen? Ach du Scheiße. Kann man das nicht irgendwie austauschen? Weil, sag mal ehrlich, das nervt. Das nervt einfach nur. Gut, nächste Trainerin bist du. Komisch, immer wenn ich in freier Natur spaziere, bekomme ich Lust zu pfeifen. Aha. Okay, ein Pokémon. Ein Flurmel. Oh, wie süß. Komm. Toxic, fliegen und volle Pulle auf das Flurmel. Also ich fände es ja schöner, wenn das jetzt die Endentwicklung wäre. Da hätte ich ein bisschen mehr XP bekommen. Also beziehungsweise mein Pokémon hätte ein bisschen mehr XP bekommen. Und du willst nicht kämpfen, ne? Ich merk's. Du willst nicht kämpfen. Ja, denn. Was haben die alle? Ein Pokémon. Denn so ein hässliches. Wasserdüse. Oh, Wasserdüse hat's mir gegeben. Hat es mir echt gegeben. Naja, Bamelein, Adios, Banger, Level 31 und River, oder wie der Typ auch immer heißt, ist down. Perfekt. Manzorbaum, ich möchte nicht Kopfnuss einsetzen. Oder weißt du was? Man kann es ja einmal versuchen. Like a Blase, setz Kopfnuss ein. Ne, schade, nichts passiert. Gut, als nächstes, wo geht's als nächstes an? Ja, dich, genau dich habe ich gesucht. Oh yeah. Halbglatze. Okay, drei Pokémon besitze ein Nidoking. Wie nice ist das denn? Aber das wird nicht lange leben. Wird nicht lange unter uns weilen. Denn ich schicke... Ja komm, wisst ihr was? Wir lassen den hier drin fliegen. Nidoking setzt Doppelkick ein. Die Attacke würde sowieso nicht sehr effektiv sein, da Toxic ein Dings-Pokémon ist. Ein Flug-Pokémon. Also zum Teil ein Flug-Pokémon. Das müsste jetzt... nicht sehr effektiv sein. Warte mal. Okay, egal. Da habe ich jetzt an was anderes, glaube ich, gedacht. Naja, Carpador auf Level 65. Ein bisschen übertrieben, dass das Ding noch nicht weiterentwickelt ist. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn, seien wir mal ehrlich, so ein Gyarados ist recht stark, ja. Also wenn man es richtig benutzt, ne? Es gibt ja so Trainer, ne? Da will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Elmar ruft mich an, wer immer das auch ist, ne? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich mein's ernst. Warte mal, ist das vielleicht hier so ein Manzor Baum? Nö. Warte mal, hier vielleicht. Also ich hätte schwören können, dass hier... Tipps für Trainer, hier geht's an... was? Wo hat das Ding... immer der Nase nach. Pff, geil. Ein Manzorbaum, möchtest du Kopfnuss einsetzen? Klar möchte ich Kopfnuss einsetzen. Ich sehe schon, dieser Part wird eher so ein random Part, nicht so wie die anderen, wo ich dam alles fertig mache. Also wieder Blitz und so. Und hier sehen wir einen weiteren Typ mit der Halbglatze. Hihihi, wie wär's mit dem Kampf? Hier mein Pikachu T. Pikachu? Was? Bitte, what the f- Scheiße, okay, wir fangen anders an. Toxic Matschbombe, das ist eigentlich perfekt, ein perfektes Training für Nidoking. Theoretisch kann ich den ja mal in den Kampf schicken und gucken, wie sich mein Pokémon so schlägt, aber ich glaube hier in dem Level hier, da bringt das nicht viel. Und paralysiert, das war so klar. So, Slam und Doppelking. Perfekt, das Ding ist down. Und als nächstes kommt Pikachu weiterkämpfen. Beute. KP-AP-Holung. Habe ich keine Top-Genesung? Oder eine Top-Genesung? Ah, ja, Top-Genesung. Perfekt. So, Banger bekommt Top-Genesung. Genau, Top-Genesung. Sollte man als neue Attacke einführen, ne? Hornattacke. Und zieht recht viel ab. Und es ist vergiftet. Durch den genialen Effekt vom Banger. Und jetzt müsste es auch down sein. Ja, noch nicht ganz. Aber jetzt geht's down. Und jetzt down. Läuft. Banger Level 32. Langsam wird's. Ich hätte Banger doch eher nicht direkt weiterentwickeln sollen. Naja. Man kann ja Fehler machen, ne? Ja, down.
Na, nächstes Boden, Pikachu. Fuchtler. Bam. Erschöpfung, ja, komm. Das schaffen wir aber. Paralyse und Verwirrung, das hat mich bei den früheren Editionen... Ne, an sich hat mich hat das schon immer abgefuckt. Aber dass das jetzt kommen muss, ne? Komm. Doppelkick. Boah, dass das trifft, das ist einfach nur genial. Okay, Beute zuletzt verwendet. Item einsetzen auf Banger. Et voilà. Ciao, Pikachu. So, Jürgen ist besiegt. Ja, siehst du, ne? Was mein Team alles so drauf hat, ne? Okay, wir können theoretisch da. Genau. Das süße Pärchen. Ein kleiner Tipp: Der stärkste Trainer in diesem Kampf ist höchstwahrscheinlich meine Freundin. Verliebte Mädchen kennen kein Pardon. Unterschätze mich nicht, sonst wird's dir leid tun. Ich mach die so schnell da ohne, das glauben die nicht. Toxic, Silver, rein. So, Toxic, Matchbombe auf Anton. Silver, Flammensturm, das zieht allen was ab. Deswegen Flammenwurf auf Kadabra. Ja. Nice. Der Schaden war echt nice. Amnesie. Amnesie. Ne, Giftzahn kann ich nicht einsetzen. Bis, hätte ich direkt Biss eingesetzt. Ruckzuckig. Bam. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Jürgen, Zora und Finn. So hießen die. Telefonnummern austauschen. Ja, okay, ne? Verarschen kann man uns ja, ne? Gut, wir machen das hier als erstes. Den Baum ein bisschen zerschneiden. So ein bisschen aus Just for Fun. Und was gibt es hier so Schönes? Bäm. Wenn jetzt hier ein Tangela kommt, dann darf ich mir selber eine klatschen. Genau. Aber Toxic muss echt langsam an Level abkommen. Das kann ja nicht so sein, dass mein Pokémon dauerhaft auf Level 49 bleibt. Beziehungsweise dauerhaft an dieser Grenze, ne? Kurz vor 50, das funktioniert nicht. Initiative ist die wichtigste Eigenschaft vom Vogel-Pokémon. You don't say. Ah, und dann hat er einen Porenta. Ja, ne, ist klar, ne? Matschbombe. Agilität. Langweilig. Komm, bis und down. So, Banger Level 33 und Vogelfänger Marker ist besiegt. So, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Hey, du da, hast du Lust mit meinem mit deinem Pokémon Team gegen meins anzutreten? Hä? Hast du Lust? Ich hab Lust, ne? Ein Spoink. Boah, wie lange ich das Ding nicht mehr gesehen habe. Boah, das ist schon ein bisschen her. Das habe ich zuletzt in... Ich weiß nicht mehr, was Smaragd, Rubin, Saphir. Eines von den Editionen gesehen, ich weiß nicht mehr. Boah, das ist schon so lange her, dass ich Spoink gesehen habe. Beziehungsweise die Weiterentwicklung habe ich bis jetzt nur 3-4 Mal in meinem gesamten Leben in einem Kampf gesehen. Glaube ich. Vielleicht auch mehrmals, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ziemlich selten, das Viech. Für mich jetzt, für mich persönlich, ne? Okay, Toxic Bandes, Spiegel. Wieso setze ich ausgerechnet jetzt kein Fliegen, ausgerechnet davor kein Fliegen ein? Was vertippe ich mich da? Das gibt's doch nicht. Okay, egal. Toxic ist bald auf Level 50. Und hier, da kann man eigentlich vermuten, dass... Ne, anscheinend nicht. Krasse Sache. Was ist das Tief? Warte mal, welche Route, auf welcher Route sind wir gerade? Runde 12. Erst angle ich sie, dann fange ich sie und dann hau ich diesen Trainer um. Digga, lass mich mal in Ruhe, lass mich mal hier aus dem Spiel, ne? Vor allem, der hat so Carpador im Team. Das macht mir so Kopfschmerzen. Dinger bringen so kaum Erfahrungspunkte. Das ist so eine Sache, die mich wirklich einfach nur nervt. Geh weg mit deinen hässlichen Carpadoren, du Schwein. Gut, Lambert ist besiegt. Lambert. Gibst mir deine Nummer? Ja, klar. Wie jedem anderen Schwein auf dieser Erde. Gebe ich dir natürlich auch meine Nummer. Und hier dem Zerschneider einsetzen. So, was ist hier drin? Calcium.
Gut, ja komm, ich glaube, ich mach die Rot hier noch fertig. Was ist in unserem alltäglichen Leben am wichtigsten? Essen und Trinken und so. Okay, Toxic, jetzt hast du es mal mit einem etwas stärkeren Gegner als sonst zu tun, der dich direkt oder auch nicht direkt da umbekommt. Hypertrank, gebe ich Toxic mal schnell, dann setze ich am besten mal eine Fliegenattacke ein. Denn das hat erstmal Step drauf und hat auch kein AP mehr. Ja, okay, dann weiter Matschbombe. Eiszahn, das darf jetzt nicht vereisen. Boah. Gebiss. Und down. Komm, jetzt aber. Ey, immer noch kein Level Up. Aber jetzt nach diesem Kampf. Wenn nach diesem Kampf mein Pokémon nicht Level Up ist, dann hier weiß ich auch nicht. Toxic, Matschbombe. Danach bist du auch nicht mehr zu gebrauchen. Eiszahn, scheiße. Das ist doch nicht euer Ernst. IZS rein und du setzt Ladungsstoß ein. Die Dinger sind sowieso danach down. 100%ige Sicherheit, genau. Vierfach Schwäche. Gyarados ist ja ein Flug Wasser-Pokémon. Früher dachte ich, das wäre Wasser-Drachen-Pokémon. Da Siegfried, der Champ der Pokéliga hier, das in seinem Team hatte. Hat mich ziemlich verwirrt früher, da ich auch selber nie wirklich ein Dings besaß. Ein Gyarados. So, hier, ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers und wir bekommen von dem hier die Superangel. Das ist cool, das ist echt cool. Superangel. Styled. Okay, dann haben wir das hier auch geschafft und ich will noch schnell die Trainer hier auf der Route besiegen, danach beende ich den Part auch höchstwahrscheinlich. IZS nach vorne und ja, alles ziemlich idyllisch, ne? Jetzt nicht mehr. Flap, 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 flap. Und was willst du mir damit sagen, hä? Zwei Pokémon-Besitzer, einmal ein Ibizak und da setze ich, glaube ich, Ladungsstoß ein. Perfekt. Noch ein Habitak, komm, das schaffe ich. Ladungsstoß. Bam! Und down. Das ist cool. Karl, du bist besiegt, Karl. Okay, alles klar, Matt. Alles klar, alles wird gut. Alles wird gut. So, hier geht's wieder zurück zu Orania City. Hier sehen wir noch einen Angler. Boah, komm, das mach ich noch diesen Part. Ich habe das echt keinen Bock, im nächsten Part das hier zu machen. Wäre mir alles viel zu unnötig. Klar, Morlot. Das war jetzt irgendwie so klar. Golden Girl, schnell rein und eine Drachenschlossattacke bitte. Drachenschloss, komm. Kein One ist scheiße. Und mein Pokémon Pants, geil. Erdbeben, das? Okay, dann muss ich wohl etwas stärkere Waffen benutzen. Top-Genesung auf Golden Girl. Ah, Golden Girl entwickelt sich, glaube ich, im späteren Spielverlauf. Noch ein, zwei Leveln, dann entwickelt sich das Pokémon, glaube ich, ne? 100%ig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. 55 waren das. Oder? Ich glaube schon. Warte mal. Nein. Ja doch, 55 müsste das sein. Ich glaube schon. Hä, wieso treffe ich mit meiner Drachenschlossattacke nicht? Die Attacke ist so epic. Windhose. Ja, eine Wind. Ja. Sehr viel Wind und dann eine Hose, genau. Tentoxa kommt als nächstes. Ich bin ein Alien. Ich komme vom Planeten Großkopf. Genau, Planet Großkopf. Tentoxa setzt Wickel ein. Na, ich muss das noch schaffen. Bitte, Golden Girl. Was leckt das so? Okay. Alles auf eine Karte. Ne, da nichts auf eine Karte. Ich setze jetzt eine Top-Genesung ein. Ich will auf Nummer sicher gehen, ne? Vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch das Sprichwort No Risk, No Fun. Davon bin ich nicht wirklich der Freund. Deswegen setze jetzt einmal Drachenstoßattacke ein. Ja, ich sehe es schon. Das hätte nichts gebracht. Hätte ich dann trotzdem die stärkste Attacke von Golden Girl, also Drachenstoß, eingesetzt,
wäre das höchstwahrscheinlich in die Hose gegangen, aber ich will jetzt nicht, dass das in die Hose geht. So, perfekt. Banger Level 35. Ja, geht langsam voran. Und wir sind bei Minute 25. Wie viel muss ich noch besiegen? Ich weiß es nicht. Komm. Die machen wir jetzt auch noch schnell. Komm. Sag mal los, ich werde Gina. Ach, scheiß drauf, Alter. Ich habe gerade keinen Bock, das vorzulesen. Ich will hier einfach nur noch weg. Bitte, lass mich weg. Magma, Sonnenflora, das passt irgendwie. Ladungsstoß auf Magma, Flammenwurf auf Sonnenflora. One Hit. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. So, Ladungsstoß. Ich vergesse es immer und immer und immer und immer wieder. Ultraschall, Zerschneider. Ah, Ultraschall. Ah, das zieht aber nicht viel ab. Mein Pokémon ist down. Geil. Golden Girl, komm rein mit dir. Nassschweif hat überhaupt keine AP mehr. Ja, läuft. Turbo Tempo, Flammenwurf. Bam, bam, bam. Gut, ja, diesem besiegt. Oh, läuft. Jetzt sind ja viel mehr Trainer als ich dachte. Oh, ich werde noch verrückt. Weißt du was? Auf den Angler da scheiße ich. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, das jetzt zu machen. Flammensturm, komm. Flamm. Ja doch, Flammensturm, nicht Flammenwurf. So. Rückenwind. Ja, komm, Flammenwurf. Sehr scheiße auf sehr. Greif an. Hier sieht man noch, ne, so ein schönes Beispiel. Man kann sich nur auf sein Starter-Pokémon verlassen. Flammenwurf, komm. Das war auch bei den früheren Editionen so. Ich konnte mich immer und immer wieder auf mein Starter-Pokémon verlassen. Hm, naja. Pinar ist besiegt. Pinar. Ah, komm schnell. Nein, das ist ja mehr als ich dachte. Warte, ist hier irgendwas? Nö. Weißt du was? Einfach zu Lavandia City. Komm jetzt hier rein. Golden Girl übersteht die Vergiftung. Puh. Gut, wir sind jetzt hier in der Stadt, wo die meisten Mythen herumschwirren, ne? Ja. Lavandia ist ziemlich gruselig. Ja, kann man so sagen. So, ja, dann wär's das auch für diesen Part. Der Part war eher unnötig und die Musik ist ziemlich angsteinflößend. Naja, nicht so wie bei den früheren Editionen. Das hat mir früher echt voll den Schock gegeben. Ja, die ist ja sogar schön, ne? Kann man so nicht sehen. Naja, Leute, wisst ihr was? Ich hätte nicht gedacht, dass Lavandia so eine geile Hintergrundmusik hat. Habe ich anscheinend voll ausgeblendet. Denn ich erinnere mich nicht mehr dran. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Matt. Bäum.